Man kann es heute schon ein bisschen sehen, Gründerszene wieder im Außendienst. Wer bist du, was machst du? Ja, mein Name ist Archibald Horlitz. Ich bin Gründer und Geschäftsführer hier bei Gravis. Ich wollte immer schon mal wissen, warum heißt Gravis eigentlich Gravis? Oh, auf die Idee kam ein Kollege von mir in der Geschäftsführung, Wilfried Gass, der hat eine gesunde humanistische Ausbildung und der Gravis ist ein Betonungszeichen, ähnlich wie im Französischen der Accent aigu oder Accent de circonflexe. Also Wortstamm ist Gravität, schwer betont. Eigentlich haben wir ein Wort gesucht, was international gebrauchsfähig, schützenswert ist und nicht irgendwas Komisches in irgendeiner anderen Sprache meint. Und so kamen wir auf den Namen Gravis. Okay, Akzente setzen also. Vielleicht für alle, die es noch nicht kennen, was macht Gravis genau? Also wir sind der größte deutsche unabhängige Apple-Händler. Wir haben 28 Niederlassungen in Deutschland. Die Apple-Produkte sind unsere Kernkompetenz und ansonsten verkaufen wir Apple und mehr. Und unser Slogan ist digitale Ideen erleben. Also das heißt ein Lösungsansatz, der dahinter steht auch. Es ist relativ witzig. Man spricht immer von den Interviews miteinander und mein Interviewpartner fragt mich immer, wen interviewst du denn demnächst? Und ich habe immer gesagt, so, ja, demnächst sind wir bei, ich habe mal Gravis gesagt. Weil ich sag, kann man Gravis eigentlich sagen? Der eine sagt Gravis, der andere sagt Gravis. Also Gravis wäre besser. Gut, dann habe ich den Leuten erzählt, ich treffe Gravis demnächst und meine immer, ach ja, den Archie. Und es ist relativ faszinierend, dass total viele Leute irgendwie sie als Person kennen und Pascal Finette meinte auch, ja, ich habe meine Karriere da begonnen und nämlich noch an die Zeiten, da war Gravis so ein bisschen das Aldi für Apple, dass sozusagen Gravis eigentlich ganz anders gestartet ist. Wie ist denn so die Entstehungsgeschichte von Gravis eigentlich? Also die Entstehungsgeschichte von Gravis, da muss man leider relativ weit zurückgehen, so Mitte der 80er Jahre, da habe ich damals unser erstes Unternehmen gegründet, die Firma HSD, die war damals ein klassisches Systemhaus, der typische Apple-Computer begann so in der Größenordnung 10.000 D-Mark, war auch anders positioniert als die Geräte heute und als wir dann mitbekommen haben, dass Anfang der 90er Jahre Apple mit Konsumerpreisen und Konsumergeräten rausgehen will, haben wir den existenten Bereich Gravis, der bei uns primär Importeur war, ein Importeur-Unit, um Peripherie damals aus Nordamerika zu holen, genommen den Namen und haben gesagt, okay, unter diesem Namen gründen wir eine Kette, die sich an den Retail- oder Consumer-Bereich wendet. Hat es sozusagen seitdem wirklich so diesen Fokus, diese Fokusverschiebung gegeben, von der Pascal geredet hat? Er meint, am Anfang ging es wirklich eher darum, so ein bisschen discountmäßig, also gar nicht mal so sehr im Preislichen, habe ich ihn verstanden, sondern einfach der Laden um die Ecke, wo man die Dinger vielleicht schneller kriegt als bei Apple. Und jetzt ist ja eigentlich, wenn man sich immer so ein bisschen umguckt, hier gibt es jetzt Cafés in den Stores drin, es gibt Schulungen, alles ist weiß und schick. Gab es da so schon so einen Wandel? Ja, den gab es. Also man muss Folgendes sehen, zu dem Zeitpunkt 1991, als wir gestartet sind, hatte der klassische Apple-Händler ein Büro im ersten Stock, eine schöne Rolf-Benz-Ledersitzgarnitur, hübsches Mädchen vorne am Empfang, fuhr selber 7er BMW, also den Jungs ging es richtig gut, 30-40% Marge auf die Produkte und waren eben so im klassischen Systemhausbereich tätig. So, wir haben den knallharten Kontrapunkt gesetzt, also preiswertes Ladengeschäft, Bedienung im Stehen, also Theke mit IKEA-Küchenplatte obendrauf, hinten Stahlregale, also auch ganz bewusst von der Anmutung und Optik her zu zeigen, hey, dein Geld wird hier nicht in Ledermöbel oder sonst was investiert, sondern wir sparen hier richtig, um die Produkte günstig anbieten zu können. Also es war ein klares Konzept. Der Wandel kam dann letztendlich Ende der 90er Jahre, als Steve Jobs zurückkam und die Produkte wesentlich stärker Richtung Design optimiert wurden, dann war klar, da muss ein entsprechendes passendes Ambiente her, um glaubwürdig diese Produkte auch präsentieren und verkaufen zu können. Hast du Steve Jobs selber mal getroffen? Ja, mehrfach. Also wir hatten von unserem Systemhaus HSD eine Niederlassung in den USA Ende der 80er bis Anfang der 90er Jahre und haben dort unter anderem auch für Next programmiert, also die Firma, die Steve Jobs gegründet hatte, als er von Apple weggegangen ist und die ja dann sozusagen wieder Einzug bei Apple gehalten hat. Unser heutiges Betriebssystem ist ja im Prinzip Next Step oder eine Weiterentwicklung davon. Also warst du direkt auch beteiligt an Apple-Produkten sozusagen? Naja, sagen wir mal so, an Next-Produkten vielleicht und vielleicht ist irgendwo noch ein Bit DNA mit übergegangen, keine Ahnung. Gut, ist ja eine Person, um die sozusagen ein großer Kult entstanden ist. Vielleicht kannst du ja mal den Leuten, die du noch nie getroffen haben, so ein bisschen beschreiben, was ist das so für ein Typ? Ich höre immer nur, der soll super hart verhandeln und ziemlich smart sein. Also ich habe ja Steve Jobs über eine sehr, sehr lange Zeit kennengelernt, also über 20 Jahre und er hat durchaus auch Wandlungen durchgemacht. Also ich glaube schon, dass er in jungen Jahren teilweise extrem unangenehm sein konnte, wenn Dinge nicht nach seinem Gusto liefen. Auch die Phasen habe ich mitbekommen.
Persönlich habe ich ihn allerdings immer kennengelernt als extrem angenehm, hochintelligenten Menschen. Und wenn er was von einem wollte, konnte er auch im persönlichen Gespräch extrem überzeugend sein. Also der Klassiker war damals, als er Next gestartet hat, wenn er Leute überreden wollte, entweder für ihn tätig zu sein oder als Mitarbeiter hier geworben zu werden, dann nahm Steve Jobs ihn immer auf einen Spaziergang auf dem Stanford Campus mit und legte wirklich den Arm um die Schulter des Kandidaten. Nach 2 Stunden kamen die erleuchtet zurück und sagten, ja, alles, was du willst. Also das zeigt, er hat einen ungeheuren Charme gehabt, aber er konnte sicher auch in anderen Dingen relativ hart und durchsetzungsfähig sein. Im Alter hat man dann gemerkt, kam so eine gewisse Altersmilde dazu. Ich glaube auch seine Erkrankung Mitte des letzten Jahrzehnts hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass er sich noch mal etwas anders nach außen präsentiert hat als vorher. Also, ich sag mal, ein einzigartiger Mensch, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Gib uns mal ein bisschen Gefühl für Gravis, wie viele Leute seid ihr eigentlich gerade? Vielleicht kannst du was zu Umsätzen sagen oder Filialanzahl, was für eine Dimension habt ihr inzwischen erreicht? Also wir haben nach Köpfen ungefähr 800 Mitarbeiter, wobei hier natürlich auch Kollegen sind, die in Teilzeit arbeiten, also auf volle Köpfe gerechnet ungefähr 500. Wir haben 28 Niederlassungen in Deutschland in 25 Städten. Und in der Umsatzgrößenordnung liegen wir so knapp unter 200 Millionen. Das ist schon üppig für Hardware. Ist es eigentlich noch ein richtig gutes Geschäft oder merkt man, dass da auch ein bisschen was einbricht, nachdem online gekommen ist? Also ich sag mal so, wenn ich nackte Hardware zu Discountpreisen verkaufen würde, würde das keinen Spaß machen. Wir versuchen ja dem Kunden ein Lösungspaket zu verkaufen. Da sind Dienstleistungen mit drin, da sind Produkte drin, die etwas margenträchtiger sind. Kunden bleiben auch bei uns, kommen zum Service wieder. Das alles zusammen ergibt eine Kalkulation, bei der man nicht reich wird, aber überleben kann. Wie ist denn eigentlich bei euch das Verhältnis online zu offline? Macht ihr sozusagen auch schon große Umsätze über den Onlinehandel oder seid ihr wirklich noch klassisch stationär, Service, wie man sich das eigentlich so ein bisschen vorstellt? Also wir hatten von Anfang an durchaus Fernabsatz dabei. Also das ging los mit Mailorder, als es das Internet in der heutigen Form noch nicht gab. Und wir machen historisch Online-Umsätze, die waren aber in meiner Größenordnung 10% gewesen, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich gucken, dass die Kunden in unsere Ladengeschäfte kommen. Dort können wir sie optimal beraten, dort sehen sie die Produkte, dort fühlen sie sie. Erleben Sie sie, aber es ist ganz klar, in den letzten Jahren hat sich herausgebildet eine Käuferstruktur, die grundsätzlich übers Internet einkauft und auch einkaufen will. Und auch die wollen wir bedienen. Und wir haben gerade vor ein paar Wochen unseren neuen Online-Auftritt gelauncht und haben in den ersten Wochen eine Vor-6- bis Vor-8-fachung des Umsatzes erlebt, die auch allerdings geplant ist. Wir wollen allalong ungefähr 25% unserer Umsätze online machen. Es gibt ja inzwischen auch andere Leute, die irgendwie Apple relativ groß vertreiben. Ich meine, ihr wart lange Zeit relativ sozusagen die Einzigen auf dem Markt, also relativ exklusiv. Oder täusche ich mich? Also ich sag mal so, der Eindruck entstand durchaus und wir wurden früher auch für Apple gehalten. Also ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo Kunden bei uns im Laden standen und mit irgendjemandem telefoniert haben, du, ich bin hier gerade bei Apple. Ja, also da trat Gravis sehr stark in den Hintergrund. Wir haben das 2006, 2007 deutlich geändert, weil dann klar war, dass Apple auch mit eigenen Stores kommt und haben gesagt, wir tun gut daran, wenn wir uns ein klares Profil auch nach außen geben und unverwechselbar machen. Sonst, wie ist sozusagen die Interaktion mit Apple? Die sind ja eigentlich altbekannt, gerade in Sachen App Store und auch vielleicht mal iTunes, dass sie da relativ hart sind. Also ich weiß, viele Entwickler beschweren sich, wie nervig es ist, eine App einzustellen. Sind die so im wirtschaftlichen Austausch auch so anstrengend oder geht das? Also ich sag mal so, die sind so flexibel, wie ein Monopolist sein muss. Also sehr klar, sehr bestimmt, aber das ist auch gleichzeitig eine ungeheure Stärke von Apple, weil Apple insgesamt den Handel stabil hält. Das heißt also, ich kann hier ruhigen Gewissens investieren. Ich muss nicht mit irgendwelchen Ups and Downs hier rechnen. Also wenn, dann allerhöchstens auf der Produktseite. Aber auch da hat sich ja Apple in den letzten Jahren keinerlei Blöße gegeben. Also dass man sagen kann, das ist ein Konzept, was funktioniert. Na gut, Antennageld gab es schon, ne? Naja, also ich sag mal so, Antennageld, netter Name. Also ich glaube, die Sache ist relativ offensiv und gut angegangen worden von Apple. Vielleicht hätte man etwas besseres Antennendesign machen können, aber ich sag mal, der Erfolg des iPhone 4 zeigt,
das trotz oder weil eben Antennagate keine Rolle spielt, das eines der erfolgreichsten Telefone ist oder Smartphones ist, die je auf den Markt gebracht wurden. Also da ist uns kein Nachteil entstanden, den Kunden mit Sicherheit auch nicht. Wo wir schon von Apple-Nachteilen reden, ist es eigentlich ein Nachteil, wenn die jetzt ihre eigenen Flagship-Stores aufbauen? Und ich meine, ich glaube, ein paar hundert Meter Luftlinie in die Richtung soll das Ding ja entstehen. Ist es eher so, dass man sich gegenseitig befruchtet, weil man sozusagen so dicht dabei ist, oder seht ihr die als Konkurrenz? Also ich sag mal so, es gibt sicher eine gesunde Wettbewerbs- oder Mitbewerbsposition, die ein Apple-Store hat. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man sich das Produktspektrum anguckt, was wir hier vertreiben, unser Dienstleistungsportfolio, unterscheiden wir uns deutlich von einem Apple Store. Und ich meine, wenn die Kamera mal so in die andere Richtung schwenken würde, würde man hier auch 50 Parkplätze vor dem Haus sehen. Das findet man am Kudamm in der Form nicht. Also von daher sage ich, solange der Markt expandiert und sich weiterentwickelt, habe ich überhaupt nichts gegen einen Apple Store. Also genauso wie Adidas oder Nike einen Flagship Store in Berlin hat und auch nicht 100% aller Turnschuhe dort verkauft, wird das auch hier mit Apple sein. Wir haben ja Erfahrungen in Städten wie München, Frankfurt, im Ruhrgebiet mit dem Centro. Also ich kann an keiner Stelle berichten, dass wir hier gezwungen gewesen wären, Laden dicht zu machen, weil Apple aufgemacht hat. Also ganz im Gegenteil, stimuliert eigentlich eine Region, wenn dort investiert wird. Und wir sind dort besonders erfolgreich, auch historisch, wo wir immer den besten Mitbewerb hatten. Da, wo sich nichts tut, da kann man auch nichts wehren. Also wir haben in unserem Leben einen einzigen Standort mal dicht gemacht, eine Stadt aufgegeben, das war Wuppertal. Und das lag unter anderem daran, dass dort eben keinerlei Wettbewerb war und Apple sozusagen auch nach außen nicht mehr sichtbar erkennbar war. Lass uns doch mal so ein bisschen als letztes den Blick in die Zukunft wagen. Ihr habt jetzt 800 Leute, relativ viele Läden. Wo geht's noch so hin? Wollt ihr vielleicht auch mal international was machen? Was ist so eure Roadmap? Also zunächst mal kann ich sagen, wir werden in nächster Zeit mit relativer Wahrscheinlichkeit über eine Kooperation berichten können, die wir hier in Deutschland eingehen. Es gibt ein Segment, in dem ist Gravis bemerkenswert wenig erfolgreich. Das ist nämlich der Bereich iPhone. Dieses Geschäft wird bislang von den Carriern zu größten Teilen gemacht. Für den Handel bleibt wenig übrig. Das wollen wir und müssen wir ändern. Also es kommen jetzt spannende Produkte auf den Markt in diesem Jahr, im nächsten Jahr. Und wir sagen, wenn wir den Anspruch haben, die Besten zu sein, was Beratung angeht, was Apple angeht, was Zusatzprodukte, Peripherie angeht, was Services angeht, dann wollen wir auch die Besten sein, die den Kunden beraten, mit welchem Tarif benutzt du dein iPhone und was ist für dich sozusagen die richtige Zusammenstellung. Was glaubst du, iPhone 5, hast du schon eins gesehen? Nein. Zeigen diese Sachen schon mal vorher eigentlich Apple? Also ich glaube, ich kenne kein anderes Unternehmen, was dermaßen strikt auf Geheimhaltung achtet. Man kriegt mal irgendwelche Zeichnungen zu sehen, man kriegt von Peripherielieferanten vielleicht mal so ein Gefühl dafür, wie die Bemaßungen sein können. Aber also Apple ist da erstaunlich strikt in seiner Politik. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil letztendlich habe auch ich die kindische Vorfreude, wenn jetzt demnächst wieder was vorgestellt wird, was wird es denn sein? Und das hält einfach die ganze Branche sozusagen in Spannung und auch die Kunden fiebern mit. Also das merken wir deutlich. Ja, super. Dann dir vielen Dank für deine Zeit und noch weiterhin viel Erfolg. Ja, ich danke euch. Vielen Dank.